Liebe Schwestern und Brüder, sehr herzlich begrüße ich Sie hier auf dem Rochusberg zu unserem Gottesdienst. An diesem Sonntag steht der Dank an die Oblatenmissionare im Mittelpunkt. Erlauben Sie mir deshalb einige wenige Dankesworte vor dem Beginn des Gottesdienstes an alle, die die Wallfahrtswoche getragen und mitgewirkt haben, dass die Oktav wieder in dem Umfang in der Zeit vor Corona, wie wir so schön sagen, also normal stattfinden konnte. Ich danke sehr herzlich dem Küsterdienst, dem Küsterteam in der Sakristei mit ihren oft vielen, kaum wahrnehmbaren Arbeiten, die gleichwohl erledigt werden wollen. Sieht man sie, bemerkt man sie nicht, aber wenn sie nicht erledigt sind, dann bemerkt man das schon. Einen herzlichen Dank. Ich danke allen, die sich an der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste beteiligt und dabei eingebracht haben. Besonders danke ich Herrn Bundespräses Pfarrer Hans-Joachim Wahl für die feierliche, der nicht nur sehr gut Orgel spielen, sondern die Wallfahrt auch feierlich für Corona-bedingt ausfallende Erzäbte feierlich eröffnen kann. Damit verbunden ein herzlicher Dank an alle, die die Orgel gespielt haben, an die Kirchenmusiken von Bingen und von Kempten, die heute Morgen für uns spielen, und für alle, die sich in irgendeiner Weise mit musikalisch eingebracht haben. Herzlichen Dank. Ich danke der Stadt Bingen und dem Blumenhaus Ühlein für den Blumenschmuck am Außenaltar und in der Kapelle, Herrn Matthias Konrad für die Betreuung der Technik, des Streamings, das wir auch heute Morgen wieder durchführen, der Lichttechnik für die Illumination der Kapelle gestern und für all die Dinge, die so zwischendrin anfallen. Ein herzlicher Dank den Hilfskräften, dem Malteser Hilfsdienst, die in der Woche ihre Sanitätsstation hatten, der Feuerwehr, die gestern Abend dafür sorgte, dass wir die Lichterprozession halten konnten, und für alle auch, die vorne an unserem Devotionalienstand ehrenamtlich diesen Stand offen gehalten haben. Ein besonderer Dank gilt der Binger St. Rochus-Bruderschaft für die Pflege der Kapelle und der Restaurierung ihrer Kunstschätze in diesem Jahr des Pestaltares, den wir am Dienstag wieder neu einsegnen konnten, sowie auch bei der Mithilfe bei der Durchführung der Oktav. In der Liturgie haben Diakon Heinz und Frau Chiara Eder mit großem Einsatz wertvolle Dienste geleistet, beziehungsweise Diakon Heinz tut das auch heute wieder. Ich sende einen herzlichen Gruß über den Rhein zu Pfarrer Fischer und Pfarrer Pauli, den beiden Oktavpredigern des Jahres, die uns das Leitwort geistlich erschlossen haben: Die Freude an Gott ist unsere Stärke. Dieser Satz aus dem Buch Nehemia sei auch jetzt bei der Feier des Gottesdienstes unsere Maxime, wenn wir nun die Eucharistie, die Danksagung der Kirche, in wenigen Minuten beginnen.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Faeser mit den Mitgliedern des Stadtrates, liebe Schwestern und Brüder. Ich heiße Sie herzlich hier auf Bingens heiligem Berg willkommen. Freue mich auch, dass Sie im Livestream mit uns verbunden sind und freue mich sehr, dass Sie aus nah und fern zu uns gekommen sind. Uns führt zunächst der zweite Sonntag der Rochusoktav zusammen, die wir 2022 nach 2 Jahren Pause wieder mit vollem Programm feiern konnten. Zugleich bringt der heutige Tag auch eine für Bingen wichtige Zäsur. Nach fast auf den Tag genau 102 Jahren wird das Oblatenkloster St. Rupertus auf dem Binger Rochusberg geschlossen. Eine lange Ära geht damit zu Ende. Ich begrüße aus diesem Anlass in unserer Mitte Pater Provinzial Pater Felix Rehbock sowie alle Mitbrüder, die mit ihm aus Hünfeld, Mainz oder anderen Niederlassungen der Oblaten hierher zu uns gekommen sind. Seien Sie herzlich in unserer Mitte willkommen. Dieser Gottesdienst hat durch die Kempter Kirchenmusik unter Leitung von Sebastian Hammann und auch einer eigens zusammengestellten Schola unter der Leitung von Regionalkantor Alexander Müller einen besonderen musikalischen Akzent, der sich auch damit rechtfertigt, dass Pater Theissen heute Namenstag feiert, sodass ich ihm in ihrer aller Namen herzlich gratulieren darf. Es war der Leitung des Bistums Mainz auch ein wichtiges Anliegen, so haben Sie es mir gegenüber ausgedrückt, sehr geehrter Herr Bischof, den Oblatenmissionaren für ihren Einsatz zu danken. Deswegen freut es mich sehr, dass Sie, verehrter Herr Bischof Kohlgraf, heute zu uns gekommen sind, um der Eucharistie vorzustehen. Ich begrüße Sie in unserer Mitte herzlich und bitte Sie, jetzt den Gottesdienst zu eröffnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Pilgerinnen und Pilger, liebe Schwestern und Brüder, auch von mir ein herzlicher Gruß an Sie alle, auch nach Hause an die Gläubigen, die mit uns beten. Ja, ich bin natürlich mit einem lachenden Auge hier. Das ist der Blick auf Sie, die Sie gekommen sind nach dieser Corona-Pause, diese Wallfahrt auch wieder mit Leben zu erfüllen. Der Rochusberg ist wirklich ein heiliger Berg hier in unserer Diözese und wir sollten alles tun, damit gerade das Pilgern, das Wallfahren auch nochmal einen neuen Schub, einen neuen Schwung bekommt. Ich glaube, dass viele Menschen heute auch nochmal das Pilgern tatsächlich für sich entdecken. Ich sehe, habe aber natürlich auch ein weinendes Auge. Pfarrer Lerchel hat es angesprochen, das ist der Abschied vom Kloster. Auch wenn Pater Volker Stollewerk hier wohnen bleibt bei den Schwestern und in der Seelsorge sich weiter engagiert, müssen wir uns doch vom Kloster verabschieden. Es ist eigentlich ja so ein Baustein, wenn man sich die gesamtkirchliche Landschaft ansieht, dass besonders die Orden, die Ordensgemeinschaften von den Veränderungen, ich sage es mal sehr neutral, von den Veränderungen auch besonders betroffen sind. Gerade der Schicksal vieler Ordensgemeinschaften ist so ein bisschen ein Seismograph auch des kirchlichen Lebens. Es ist meine Hoffnung, dass zusätzlich zu den klassischen Ordensgemeinschaften auch geistliche Aufbrüche, dass sich Menschen zusammenfinden, die weiter irgendwo einen geistlichen Akzent setzen. Und dafür braucht es auch solche heiligen Orte wie hier, wo so etwas lebendig bleibt. Und da würde ich mir von Ihnen allen wünschen, dass Sie da sozusagen in so eine geistliche Haltung hineingehen und auch sagen, ja, es ist jetzt unser Anliegen, dass dieser Berg, und da denke ich auch an die Bruderschaft etwa, dass dieser Berg wirklich auch weiter ein geistlicher, ein Ort des Gebetes, ein Wallfahrtsort, ein Ort der Begegnung und des Gottesdienstes bleibt. Aber natürlich gilt es dann eben auch Danke zu sagen für die viele Arbeit, für die vielen Brüder, Patres, die hier auf dem Berg ihren Dienst geleistet haben in diesen 102 Jahren. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich gar nicht mit Zahlen, mit Fakten irgendwie messen. Da Kirche, Seelsorge lebt von Begegnungen, lebt von gottesdienstlichen Erfahrungen. Und da ist dieser Ort sicherlich auch ein sehr, sehr
wichtiger und prägender Ort. Auch ein Dank an Gott, ein Dank an die Menschen, die hier gewesen sind, aber auch sind. Wir bleiben ihnen verbunden. Jetzt feiern wir Gottesdienst, wir feiern Eucharistie in Dankbarkeit mit den Bitten im Herzen, die wir alle mitbringen. Und wir wollen uns nun sehr bewusst in die Gegenwart Gottes stellen und sein Erbarmen erbitten. Der Herr erbarme sich unser. Er nehme Sünde und Schuld von uns und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast den heiligen Rochus berufen, in schwerer Zeit den Kranken und Armen beizustehen. Höre auf seine Fürsprache, bewahre uns vor Schaden an Leib und Seele und mache auch uns bereit, unseren Mitmenschen in Krankheit und Not zu helfen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht Gott der Herr: Das ist ein Fasten, wie ich es liebe.
die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Wunden werden schnell vernarben. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben. Und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du der Unterdrückung bei dir ein Ende machst, auf keinen mit dem Finger zeigst und niemand verleumdest, dem Hungrigen dein Brot reichst und den Darbenden satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. Der Herr wird dich immer führen, auch im dürren Land macht er dich satt und stärkt deine Glieder. Du gleichst einem bewässerten Garten, einer Quelle, deren Wasser niemals versiegt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Die Freude an Gott, Halleluja, ist unsere Kraft, Halleluja. Die Freude an Gott, Halleluja, ist unsere Kraft, Halleluja. Selig der Mann, der den Herrn fürchtet und sich herzlich freut an seinen Geboten. Seine Nachkommen werden mächtig im Land, das Geschlecht der Redlichen wird gesegnet. Die Freude an Gott, Halleluja. Wohlstand und Reichtum füllen sein Haus, seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. Im Finstern erstrahlt als Licht den Redlichen, gnädig und barmherzig ist der Gerechte. Die Freude an Gott, Halleluja. Glücklich ein Mann, der gnädig ist und Leid ohne Zinsen, der nach dem Recht das Seine ordnet. Niemals gerät er ins Wanken, ewig denkt man an den Gerechten. Die Freude an Gott, Halleluja. Er fürchtet sich nicht für böser Kunde, sein Herz ist fest, auf den Herrn vertraut er. Reichlich gibt er den Armen, seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer, seine Macht steht hoch in Ehren. Die Freude an Gott,
Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Liebe Brüder und Schwestern, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, kein Mörder hat ewiges Leben, das in ihm bleibt. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So müssen auch wir für die Brüder das Leben hingeben. Wenn jemand Vermögen hat und sein Herz vor dem Bruder verschließt, den er in Not sieht, wie kann die Gottesliebe in ihm bleiben? Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er auf den Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zu Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben.
Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, und ich darf besonders ansprechen die Brüder aus dem Orden der Oblaten. Wir haben hier keine bleibende Stadt. So fasst der Hebräerbrief des Neuen Testaments das besondere christliche Lebensgefühl der frühen Kirche zusammen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Anlässlich der Übergabe des Hauses und Aufgabe des Klosters hier auf dem Rochusberg lese ich als Bischof und auch als glaubender Mensch diesen Satz mit einer gewissen Wehmut. Über 100 Jahre haben die Patres hier auf dem Berg der Wallfahrt und der Seelsorge ihr Herz, ihren Verstand und ihr Gesicht gegeben. Für das Geschenk dieser Menschen danken wir Gott, wir danken dem Orden und den Brüdern, die hier gewirkt haben. Pater Volker Stolleberg wird weiter für die Seelsorge an den Schwestern zur Verfügung stehen und Pater Elmar Theisen, den wir verabschieden, möge Gottes Segen begleiten. Ja, Schwestern und Brüder, wenn Menschen sich voneinander verabschieden und eine lange gemeinsame Wegstrecke zu Ende geht, dann darf auch etwas Wehmut da sein. Es wäre ja merkwürdig, wenn das nicht so wäre. Allerdings schlägt das Neue Testament keinen vorwiegend wehmütigen Ton an. Die Botschaft, wir haben hier keine bleibende Stadt, ist für den Hebräerbrief gar keine traurige Botschaft, sondern es ist ein Faktum, es ist menschliche Realität. Ich glaube, das wissen wir alle. Leben heißt auch Abschied nehmen, sich verändern. Es ist kein Grund zur Resignation. Es gibt vieles, das bleibt und uns im Glauben und Leben begleiten wird. Das sind natürlich die Glaubenszeugnisse der Brüder, die hier gelebt haben und die vielen in bleibender Erinnerung sind und auch in Erinnerung bleiben werden. Der Hebräerbrief schreibt ziemlich nüchtern: Wir haben hier zwar keine bleibende Stadt, aber die Liebe soll bleiben. Bleiben soll die christliche Gastfreundschaft, die Sorge um die Menschen am Rande, die Liebe zwischen den Menschen in den Partnerschaften und Familien, ein Leben ohne Habgier, in Bescheidenheit, Gottvertrauen und der treue Glaube an den einen Gott. So wenig der Mensch eine bleibende Stätte hat, so sehr kann er doch diese Haltungen überall leben. Liebe, Glaube, Vertrauen und der Blick auf die Bedarfe anderer sieht der Hebräerbrief als Heimat in dieser Welt. Und ich gestehe, dass ich das für einen wunderbaren Gedanken halte. Diese Form von Heimat ist nicht irgendein Ort, sondern Heimat sind konkrete Menschen, die mit mir gehen. Heimat ist ein inneres Gefühl des Zuhause-Seins, ist Zuwendung und die Erfahrung, dass ich persönlich angenommen bin. Für die Christinnen und Christen und ich denke auch für viele Menschen dieser Zeit, aber für die Christen des ersten Jahrhunderts waren diese Themen
sehr bewusst mit dem Glauben an Gott verbunden. Überall, wohin Gott mich begleitet, kann ein Ort zur Stätte, zur Heimat werden. In diesem Sinne argumentiert auch der erste Johannesbrief. Wir haben einen Teil aus ihm in der zweiten Lesung gehört. Für den Schreiber des Johannesbriefes ist es völlig klar, Fundament des Lebens, Heimat des Lebens, ist die Erfahrung, geliebt zu sein. Und er macht das nicht nur an zwischenmenschlichen Beziehungen fest, wenn auch, doch, aber dieses Fundament, diese Heimat, beruht auch auf Christus und seiner Hingabe an die Menschen. Auf diese Liebe kann man wo auch immer sein Lebenshaus bauen. Heimat kann dort erfahren werden, wo sich jemand so von Christus geliebt weiß, wo er seine Zuwendung erfährt. Und vielleicht kann man sogar so weit gehen, den Satz des Paulus in Athen für sich zu betrachten, der uns in der Apostelgeschichte überliefert wird, wo Paulus auf dem Areopag, auf dem Marktplatz in Athen sagt: In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Das ist für Paulus die eigentliche Erfahrung von Heimat. Wir sind überall von ihm umfangen und umhüllt. Es gehört zur Berufung der Oblatenpatres und Brüder, diese Erfahrung an andere weiterzugeben. Davon sprechen die Texte des Hochfestes des heiligen Rochus. Auch er ist ja aus seiner Vaterstadt weggegangen, um nach Rom zu pilgern. Er tat dies nicht aus frommer Selbstverwirklichung, sondern wandte sich besonders den Pestkranken zu. Heimat war für ihn nicht der eine Ort, sondern die Erfahrung des Unterwegsseins unter Gottes Geleit, sowie die Weitergabe der pflegenden und zugewandten Liebe Gottes an die Menschen am Rande. Insofern, Schwestern und Brüder, war es höchst passend, dass gerade die Oblatenpatres hier am Rochusberg wirkten, deren Ordenscharisma genau in diesem Punkt gipfelt. Sie gestalteten so wirksam lebendige Heimat für viele Menschen, die hierhin pilgerten. Unzählige sind wohl in den 102 Jahren gestärkt an Leib und Seele von hier weitergezogen. Die Wallfahrt möge lebendig bleiben, denn gerade heute machen sich wieder Menschen auf den Weg an heilige Orte, weil sie vielleicht ein Gespür dafür haben oder wenigstens eine Sehnsucht, dass diese Welt mit ihren Grenzen nicht die endgültige Heimat sein kann. Der Rochusberg, Schwestern und Brüder, öffnet den Blick in die Weite und in den Himmel hinein. In diesem Sinne haben die Brüder hier auf dem Berg ihren missionarischen Auftrag verwirklicht. Mission verstanden sie vorwiegend nicht als wortreiche Belehrung, sondern als Zuwendung, als Interesse und persönliches Lebenszeugnis. Diesen Ort hier mit diesen Menschen kann man gut mit einer Berghütte vergleichen. So hat es einmal der Pastoraltheologe Herbert Haslinger für die ganze Kirche beschrieben. Er bemängelt den Mangel an wirklicher zugewandter Seelsorge in den vielen Gemeinden und auch den Mangel an der Nähe zu den Menschen. Und Haslinger kritisiert auch durchaus die Verantwortungsträger in der Kirche. Oft erwarten Vertreter der Kirche, so sagt er, mehr von den Menschen, als sie selbst zu geben bereit sind. Daher brauche es ein Umdenken. Und er sagt nicht, das Einfamilienhaus ist das Leitbild für unsere Gemeinden, sondern die Berghütte. Einfamilienhaus würde bedeuten, eine geschlossene Pfarrfamilie schließt sich ein, Menschen, die nicht dazugehören, werden vielleicht herzlich willkommen, machen aber nicht die Erfahrung der Zugehörigkeit. Eine Berghütte dagegen ist offen. Menschen sind willkommen, so lange zu bleiben, wie sie es für richtig halten. Sie bekommen Nahrung, Erholung und Ruhe, um dann selbstbestimmt weiterziehen zu können. Nicht das Verbleiben im Haus ist das letzte Ziel, sondern das Zurüsten, den eigenen Weg auch im Glauben weitergehen zu können. Schwestern und Brüder, ich teile nicht jede Kritik dieses Gedankens, finde aber das Bild gerade auch im Hinblick auf diesen Ort, auf diesen Rochusberg, als sehr bedenkenswert. Ich glaube, dass die Brüder der Oblaten einen derartigen Dienst engagiert und überzeugend geleistet haben.
die Kirche hier vor Ort zur Berghütte zu machen, wo Menschen kommen dürfen, willkommen sind, aber auch ermutigt werden, im Glauben und im Suchen weiterzugehen. Sicher braucht es in der Kirche auch die Situation des geschlossenen Hauses. Es braucht Räume der Verbindlichkeit und der Beständigkeit. Nur mit Berghütten kann ich auch keine Gesellschaft gestalten. Aber Heimat finden Menschen in der Kirche eben nicht nur in festen Räumen und an festen Orten, sondern auch in den Begegnungen, in den einladenden und offenen Berghütten dieser Kirche. Möge der Rochusberg solch eine geistliche Berghütte bleiben. Es ist schade, dass das Kloster diese Menschen nicht mehr begleiten kann. Aber im Gebet und in der Liebe bleiben wir verbunden. Möge Gott die Oblaten, Patres und Brüder segnen, ihren Dienst in Deutschland und weltweit. Ihr Zeugnis geht mit. Pater Stolleberg wünsche ich segensreiches Wirken hier. Pater Theisen Gottes Segen für die Zukunft. Danke für wirklich alles, was Sie getan haben. Und nehmen Sie meinen sehr persönlichen Wunsch mit, dass Sie alle die Erfahrung machen, dass wir auf dieser Erde zwar keine bleibende Stadt haben, aber in Gott geborgen sind und in ihm beheimatet, wo immer wir auch sind. Amen. Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche. Der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr Jesus Christus, du schenkst uns im heiligen Rochus ein leuchtendes Vorbild der Barmherzigkeit, die du deine Kirche lehrst. Vereint mit seinem Gebet bitten wir dich. Wir danken dir für das rund 100-jährige Wirken der Oblatenmissionare an der Rochuskapelle und in Bingen. Lohne ihnen alle ihre Mühen. Christus, du Heiland der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich heute besonders für Pater Theisen und für Pater Stolberg. Begleite sie auf ihrem weiteren Weg mit deinem Segen. Christus, du Heiland der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die hier auf den Berg zum heiligen Rochus pilgern und alle, die gerne die Rochuskapelle besuchen. Hilf ihnen, dich zu finden und erhöre ihr Gebet. Christus, du Heiland der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bringen vor dich alle, denen das Wohl der Völker anvertraut ist. Sende ihnen den Geist der Weisheit und lass sie begreifen, welche Folgen ihre Entscheidungen für Menschen und Schöpfung haben. Christus, du Heiland der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Wir denken vor dir an alle, die keine Freude in ihrem Leben kennen, weil sie hungern, trauern, krank, verzweifelt oder auf der Flucht sind. Begleite ihre Wege und lass sie die Hilfe finden, die sie benötigen. Christus, du Heiland der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Segne unser Bistum Mainz und seinen pastoralen Weg. Gib allen Verantwortlichen im Bistum und Gemeinden deinen Heiligen Geist und zeige uns allen, wie wir immer mehr eine Kirche des Teilens werden. Christus, du Heiland der Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Opfer von Krieg und Terror, Naturkatastrophen und Unfällen sowie alle unsere Verstorbenen. Besonders bitten wir dich für alle Verstorbenen, Oblatenpaters und Brüder, die hier in Bingen gelebt und gewirkt haben. Vollende ihr Leben beim himmlischen Hochzeitsmahl. Christus, du Heiland der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, wir alle sind Gäste an deinem Tisch. Wir danken dir für deine Liebe. Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben seitens unserer Kirchengemeinde in diesem Jahr rund 15.000 Euro in die Mikrofonanlage hier am Außenaltar investiert, um diesen Ort auch im Blick auf die neue Pfarrei, die wir gründen werden, besser nutzen zu können. Wir wären sehr froh, wenn Sie uns jetzt in der Kollekte bei diesem Projekt helfen
und unterstützen könnten. Ganz herzlichen Dank für Ihre Gabe. Alle Menschen, höret auf dies neue Lied, was der Herr getan hat, jetzt bei uns geschieht. Du bist bedeutet für sein Abendmahl. Er lädt ein und ruht uns. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir feiern an diesem Altar das Werk, das Christus in seiner großen Liebe für uns getan hat. Nimm die Gaben deines Volkes an und gib, dass wir nach dem Beispiel deiner Heiligen feststehen in der Liebe zu dir und zu den Menschen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu preisen. Denn in den Heiligen schenkst du der Kirche leuchtende Zeichen deiner Liebe. Durch das Zeugnis ihres Glaubens verleihst du uns immer neu die Kraft, nach der Fülle des Heiles zu streben. Durch ihre Fürsprache und ihr heiliges Leben gibst du uns Hoffnung und Zuversicht. Darum rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam,
mit deinen Aposteln und Märtyrern, dem heiligen Martinus, dem heiligen Rochus, mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit, stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Peter und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du unser Friede und unsere Versöhnung, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Geben wir uns untereinander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gütig der Herr ist. Thank you.
Vergnügen an dem, was da ist, an dem, was da ist. Lasset euch begnügen an dem, was da ist, an dem, was da ist, denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, ich will dich nicht verlassen noch versäumen, ich will dich nicht verlassen, ich will dich nicht verlassen. 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 Nicht verlassen. Nicht verlassen, noch versäumen. Lasset euch begnügen, begnügen, begnügen. Lasset euch begnügen an dem, was da ist, an dem, was da ist, denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen, ich will dich nicht verlassen, ich will dich nicht verlassen, ich will dich nicht verlassen, will dich nicht verlassen, ich will dich nicht verlassen, will dich nicht verlassen, nicht verlassen, noch versäumen, nicht verlassen, ich will dich nicht verlassen, noch thank you.
Lasst uns beten. Barmherziger Gott, im Brot der Unsterblichkeit gibst du uns Hoffnung und Freude. Hilf uns, die Liebe des heiligen Rochus nachzuahmen und schütze uns auf seine Fürsprache vor Krankheit und vor einem plötzlichen Tod. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Bevor wir gleich das Allerheiligste aussetzen für den eucharistischen Segen, wollen wir es nicht versäumen, einige kurze Grußworte zu hören, die unseren Dank auch ausdrücken. Ich darf zunächst den Pater Provinzial Felix Rehbock um sein Grußwort bitten. Nur wenn es Grußwort heißt, dann grüße ich Sie ganz herzlich. Das ist schön. Aber ich möchte in dem Gruß vor allen Dingen einen Dank anschließen. Und der Dank geht vor allen Dingen an all die Männer und Frauen in den über 102 Jahren, denen wir hier sind, die uns geholfen haben zu lernen. Denn wir haben eine ganze Menge lernen können von euch Bingern und den Rochusbergern, sagt man das so, und denen, die hierher gekommen sind. Danke all die Menschen, die uns direkt konkret vor Ort geholfen haben, Dinge zu verstehen und auch in alltäglichen Dingen Hilfe zu erfahren, zum Beispiel von der Rochusbruderschaft, aber von ganz vielen anderen auch. Danke an die Geschwisterlichkeit, Schwester Anzilla. Ja, danke, dass ihr Kreuzschwestern uns so gut aufgenommen habt, dass wir gemeinsam Wege gehen konnten. Ich schließe mich dem Dank vom Bischof an unsere beiden Mitbrüder. Da werden sicherlich jetzt noch viele Dankesworte kommen, an den Elmer und auch an den Volker. Aber es waren eben ganz, ganz viele da. Ich danke Ihnen, Herr Bischof, für die Worte. Mit Ihrem Vorgänger haben wir auch einen großen Mann gehabt, der viele von unseren Mitbrüdern geweiht hat. Das freut uns. Und wir Oblaten sind gerne im Bistum Mainz. Und wir bleiben im Bistum Mainz. Aber auch zu verstehen, auch für Sie, wir sind als Ordensgemeinschaft in der ganzen Welt und haben jetzt im kommenden Monat beginnt unser Generalkapitel mit dem Thema Pilger der Hoffnung in Gemeinschaft. Nun habt ihr alle hier eure Pilgermuschel um den Hals hängen. Ne? Wir sind alle Pilger und auch wir sind Pilger der Hoffnung. Und wenn ein Pilger losgeht, sich auf die Reise macht, muss er unterwegs auch Dinge einfach mal hinter sich lassen und damit neue Dinge möglich werden. Und es freut mich, in diesem Gefühlsbad manchmal zu sein. Heute höre ich von Ihrem Bischof und sicherlich auch von Ihnen, dass Sie Wehmut haben oder traurig sind, dass wir weggehen. Aber ich durfte jetzt auch immer wieder, wir haben mehrere neue Niederlassungen gegründet, mich auch dann erfreuen, wenn andere Leute sagen, endlich seid ihr da. Das heißt, Pilger sein bedeutet Abschied nehmen, Veränderung und Neubeginn. Wir haben nämlich genau das, was heute in der ersten Lesung und auch im Evangelium deutlich wurde, jetzt in neuen Niederlassungen, zum Beispiel in Essen-Krai, da sind eine ganze Menge von Flüchtlingen, Leuten, die arbeitslos sind, Leuten, die nicht mehr ein noch aus wissen, ein sehr armer Stadtteil im Bistum Essen oder in der Stadt Essen, in Donnybiela in Pilsen, denn unsere Provinz gehört Österreich, Tschechien und Deutschland zusammen. Dort sind wir auch in Westböhmen, wo ganz, ganz viele sogar noch niemals von Gott gehört haben. Dort beginnen wir neu. Wir haben im Bistum Fulda ein neues Kloster direkt in der Stadt Fulda mit 4 Neupriestern begonnen, um dort die Jugendarbeit zu machen und unterstützen jetzt da zum Beispiel den Bischof auch in der Diözesan Jugendseelsorge, weil ein Mitbruder dort jetzt dieses Amt übernimmt. Und wir werden demnächst noch ein neues Haus
aufmachen, auch in der Nähe im Bistum Pilsen, da wo es das gute Bier gibt. Aber deswegen gehen wir nicht hin, sondern weil dort eine Pfarrei ist, die sehr speziell ist mit vielen Vietnamesen. Und dort werden wir mit unseren Mitbrüdern dort was tun. Wir sind als Missionare immer da, zu kommen, so eine Berghütte zu errichten, so wie Sie es gesagt haben, und dann auch wieder zu gehen. Leute, seid nicht so traurig. Ne? Wir sind alle zusammen. Und das Schöne ist, wir können gemeinsam Pilger der Hoffnung sein in Gemeinschaft. Darauf vertrauen wir. Lasst uns füreinander beten und allerspätestens, wenn wir uns in dieser Welt irgendwo begegnen, es gibt keine Zufälle. Bingen war hier ein besonderer Ort auch für uns. Und von hier aus sind Impulse in die ganze Welt gegangen, nämlich durch den Pater, zum Beispiel den Pater Schulte. Ältere unter Ihnen kennen ihn noch als den fliegenden Pater, der erste Priester, der im Zeppelin eine heilige Messe gefeiert hat. Aber der auch der Gründer der MIFA und des Bonifatiuswerkes ist, damit die Missionsgebiete, mittlerweile sind wir auch Missionsgebiet hier in Deutschland, aber motorisiert sind mit Autos, Flugzeugen und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist hier vor allen Dingen auch in Bingen geboren. Es ist schön. Leute, seid nicht so traurig, sondern voller Hoffnung. Lasst uns gemeinsam gehen und spätestens im Himmel sehen wir uns wieder. Einverstanden? Herr Oberbürgermeister Faeser. Ja, ich möchte gerade anknüpfen an das, was am letzten gesagt wurde. Also traurig, glaube ich, ist in Bingen niemand. Wir sind eigentlich beseelt, eine Frohnatur. Wir leben hier in Rheinhessen. Aber trotzdem, wenn man geht oder Generationswechsel erlebt, dann ist natürlich auch ein Stück weit Wehmut dabei. Und das ist auch gut so, weil man erinnert sich ja auch, was eigentlich in den 102 Jahren hier auf dem Rorusberg man alles erlebt hat, was man gefeiert hat und welche Menschen mir begegnet ist. Also der Rorusberg ist für uns Binger ein heiliger Berg. Das wird auch nach wie vor so bleiben. Und wir sind auch sehr eng mit den Religionsgemeinschaften, mit der evangelischen, katholischen und anderen Gemeinschaften sehr eng verbunden. Die Stadtgesellschaft lebt das auch selbst mit. Sie sehen es ja heute, wie voll hier dieser Gottesdienst ist. Und das wird natürlich immer mit Menschen verbunden, die das auch nach außen tragen. Ich denke auch gerade jetzt heute mal an den Pater Grasenbrink. Ich glaube, viele von Ihnen sind noch in Erinnerung, der unheimlich viel hier auf dem Rorusberg gewirkt hat, auch die heilige Hildegard nach vorne getrieben hat, als alles, was wir hier damit noch in der Stadt tun, gemeinsam mit der katholischen Kirche, war das ihm ein Anliegen. Und natürlich denke ich auch an den Elmar Theisen. Lieber Elmar, wir kennen uns schon eine gewisse lange Zeit. Wir haben noch viele schöne Stunden erlebt. Und der Elmar war ein prägendes Element, der Herr Pater Theisen hier auf dem Rorusberg. Er war nicht nur bei der Oktav zum Rorusfest immer aktiv, sondern auch war immer bei den Menschen, war in Schwabenheim. Oder ich denke auch jetzt an die Kreuzschwestern, sind ja auch einige unter uns, die gerade die Borromäerinnen, auch Heilig-Geist-Hospital, die unheimlich viel gemacht haben. Jetzt sind die Kreuzschwestern hier auch mit teilweise aktiv. Also ich glaube, wir sind hier sehr eng verbunden von Seiten der Stadt, wie auch mit der Religionsgemeinschaft. Deswegen glaube ich, darf man schon ein Stück weit wehmütig sein. Aber ich sage es immer so, wenn man vom außerhalb kommt und fährt hier in die Stadt und sieht den Rorusberg, dann fühlt man sich als Binger dem Himmel ein bisschen näher. Und das ist so ein Wahrzeichen unserer Stadt und wir sind glücklich und auch dankbar dafür und bedanken uns auch für die geleistete Arbeit, die über 102 Jahre hier gemacht worden sind und möchte auch das zum Ausdruck bringen, wie das bei uns so gehört. Wir sind ja eine Weinstadt, dass jeder noch ein Fläschchen Wein mit als Erinnerung mitnimmt. Und natürlich haben wir auch eine Spende gemacht für die Priesterausbildung in euren Ordensgemeinschaft. Bravo. Und Sie haben das so schön gesagt, wir werden uns dann im Himmel sehen. Und in diesem Sinne alles Gute und vielen herzlichen Dank für die geleistete Arbeit.
Herr Brudermeister Lotz für die St. Rochus Bruderschaft. Sehr geehrter Herr Bischof, und jetzt nehme ich das mal wörtlich, liebe Pilgergemeinde. Vor 2 Jahren waren wir im Begriff, mehrere große Jubiläen zu feiern. Doch ein kleiner Virus machte einen großen Anlass zunichte. Die Rochus-Statue auf dem Hochaltar war 300 Jahre alt, die Rochus-Kapelle und die Schlimbach-Orgel 125 Jahre. Die Kreuzschwestern waren 100 Jahre auf dem Rochusberg. Und 100 Jahre vorher, am 22. August 1920, wurde das Obladenkloster St. Rupertus eröffnet. An die 15.000 Pilger aus nah und fern nahmen damals an der Wallfahrt teil. Bischof Dr. Augustinus Kilian von Limburg hielt damals die Festpredigt, beglückwünschte die Ordensgemeinschaft der Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria zu ihrer neuen Niederlassung und übertrug ihnen die Seelsorge an unsere Rochuskapelle. Viele Bischöfe waren in diesen über 100 Jahren an der Rochuskapelle, um die gestellten Wallfahrtsthemen zu interpretieren. Heute ist unser Bischof Dr. Peter Kohlgraf wieder einmal anwesend. Jedoch ist der Anlass eine Verabschiedung. Die Bürger unserer Stadt Bingen und aus dem Umland müssen sich heute von der Anwesenheit der Oblaten im Rupertuskloster verabschieden. Wirtschaftliche Gründe zwingen die Ordensleitung dazu. Über 100 Jahre engagiertes Wirken an der Kapelle finden ein Ende. Einige Namen dieser Patres findet man jetzt auf dem kleinen Friedhof rechts neben dem Eingang zur Bethlehemskapelle. Und auch ich möchte jetzt an Pater Paul Schulte, der von 1955 bis 1966 in dem Kloster lebte und als der fliegende Pater internationale Bekanntheit erreichte. An Pater Franz Röttgermann, der trotz zunehmender Beschwerden aufgrund seiner Beinamputation Dienst als Kaplan an St. Martin in Bingen und Krankenhausseelsorge am Heilig-Geist-Hospital war. An Pater Anton Lösing, der ebenfalls viele Jahre als Krankenhausseelsorger tätig war. An Pater Heinz-Theo Stenz, den viele Büdesheimer nach seiner Zeit als Provinzial in Namibia als Vertretung in den Gottesdiensten kennen und schätzen gelernt hatten. An Pater Ludger Ademer, ebenfalls aus Afrika zurückgekehrt, war er nur für ein knappes Jahr auf dem Rochusberg. Und last but not least an Pater Hans Schöber, den Binger Bub aus der Grub. Zu großem Dank ist die Binger Rochusbruderschaft jedoch Pater Dr. Josef Grasenbrink verpflichtet. Ein Mann mit großem Engagement in der Binger Geschichte. Über 80 Bücher mit Interpretationen liturgischer Texte und geschichtlichen Forschungsarbeiten zeugen von seinem Wirken. Seine Predigten und Vorträge fesselten die Zuhörer und füllten oft die Rochuskapelle oder andere Vortragssäle. Nicht nur die Kreuzschwestern waren für seine 30-jährige spirituelle Begleitung sehr dankbar. Er initiierte auch maßgeblich den Bau des Hildegard-Forums, ohne dass der Rochusberg heute nicht diese Anziehungskraft hätte. Mit seinen Forschungen zur heiligen Hildegard von Bingen machte er die Bedeutung dieser Heiligen den Bingern erst bewusst. Aus Anlass der 100-Jahr-Feier der jetzigen Rochuskapelle im Jahre 1995 belebte Pater Grasenbrink die Binger St. Rochus Bruderschaft von 1754 wieder. Einige Jahre davor war es um die Bruderschaft still geworden. Er war nicht nur unser Initiator und Wegweiser, er war auch Wegbegleiter, Mentor und Freund bis zu seinem Tode im Jahre 2008.
Welche Geschichte und welches Erbe wir seit der Gründung im Jahre 1754 zu verwalten haben, hat er uns in einem Heft aus dem Jahre 2005 hinterlassen. In einer Schrift aus dem Jahre 2006 hat er die Spiritualität der Rochusbruderschaft sowie das religiöse Selbstverständnis schriftlich niedergelegt. Durch ihn wurde uns erst bewusst, welchen Aufgaben sich die Bruderschaft stellen muss. Wir haben Freude daran bekommen, mit seiner Hilfe und den Aufsätzen die Kunstschätze der Rochuskapelle zu erkennen und zu erhalten. Im Jahre 2002 hat Pater Grasenbring in einem Interview der AZ schon darauf hingewiesen, dass es die Kirche ohne das Engagement der Laien schwer haben wird. Die Zeit gibt ihm heute recht. Seit 2008 ist nun Pater Elmar Theisen unser Präses. 14 Jahre vertrauensvoll und in christlicher Nächstenliebe geprägtes Miteinander sind die Grundlage einer ehrlichen Freundschaft. In diese ist auch sein Mitbruder Pater Stolleberg seit 2016 ebenfalls im Rupertuskloster mit einbezogen. Eine alte Volksweisheit sagt, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und doch ist jetzt, nach 102 Jahren, der Zeitpunkt gekommen, an dem wir die Bevölkerung von Bingen und Umgebung Abschied nehmen müssen. Ein Abschied von den Omis, den Maria Immaculata im Rupertuskloster in Bingen. Ein Orden, dessen selbstgestellte Aufgabe es ist, den Menschen zu dienen und das Wort zu verkünden. Dieser Aufgabe sind alle Patres sehr engagiert gerecht geworden. Die Binger Bevölkerung, die Geistlichkeit, die mit ihnen zusammengearbeitet hat, und ganz besonders die Binger Rochusbruderschaft sind dafür sehr, sehr dankbar. Der Segen Gottes möge sie begleiten. Zum Abschied haben wir uns gedacht, was gibt man einem zwei Menschen mit, die schon ihm sehr am Herzen sind. Also, sie mögen eine Erinnerung mitbringen in ihr neues Domizil, das von der Vergangenheit etwas überbringt und Zeugnis legt. Deswegen haben wir euch beide ein Bild des Klosters in unterschiedlicher Form. Meine zwei Rochusgeschwister werden es jetzt euch überreichen. Die Gnade des Schlussredners ist immer zu sagen, ich schließe mich in allen Punkten meinen Vorrednern an. Das tue ich hiermit sehr ausdrücklich, verbunden mit dem Dank der katholischen Kirchengemeinde St. Martin und auch Dank jetzt für meine 3,5 Jahre für die gute Zusammenarbeit mit euch beiden. Damit auch ihr die Rochuskapelle nicht vergesst, auch von unserer Seite ein kleines, nicht ganz kleines Erinnerungsbild. Die Rochuskapelle durch die 4 Jahreszeiten, Klammer auf, die Karte können Sie vorne am Kiosk kaufen, Klammer zu, zur Unterstützung der Kapelle selbstverständlich. Das gebe ich mal dem Provinzial, der hat noch die Hände frei, damit man in Hünfeld auch den Rochusberg und die Rochuskapelle nicht vergisst. Ich darf noch zwei wichtige Dinge sagen, weil wir immer wieder gefragt werden, wie geht's denn jetzt weiter? Ganz konkret geht's weiter, indem vorne bei den
ich will immer sagen, bei den Zelten, Sie wissen, was ich meine, Tische reserviert sind, wo auch die Gäste aus dem Oblatenorden, unsere eingeladenen Gäste zu finden sind, damit auch Pater Theißen und Pater Stolleberg, sodass sie sich auch persönlich von ihnen einfach im direkten Kontakt verabschieden können. Es geht weiter hier an der Rochuskapelle durch Pfarrer Mückstein, der jetzt für die nächste Zeit, sicher bis Mitte nächsten Jahres, die Gottesdienste sonntags morgens um 10 hier übernimmt, sodass zunächst mal eigentlich sich gar nichts ändert. Ich danke dir, lieber Walter, sehr herzlich für diesen Dienst. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie so oft, wie geht es denn mit dem Kloster weiter, dann kann ich zunächst einmal sagen, ich weiß es auch noch nicht. Allerdings, der Verwaltungsrat ist sehr deutlich der Meinung, die Pfarrei möchte das Haus nicht verkaufen. Sie möchte es halten. Sie möchte es weiterhin als einen religiösen, pastoralen, vielleicht auch sozialen Ort nutzen, was immer das konkret dann heißt. In einem ersten, nächsten Schritt werden wir nun einmal die Gebäudesubstanz untersuchen und dann schauen, vielleicht geht dann Herr Bischof auch mal einen Bauantrag nach Mainz. Mal gucken. Ja, also wie gesagt, wir werden Sie auf dem Laufenden halten, aber wir denken da sehr bewusst, sehr langsam, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. All unser Dank an die Menschen münde nun ein in den Dank an Gott, der sich uns aussetzt in Jesus Christus. Das Allerheiligste wird nun mit der Bitte um den Segen Gottes ausgesetzt.
carnem de celo prestitis diis. Omne reclamentum in seramentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus, iternus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructem in nobis jugita sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Ich bedanke mich bei allen, die mich während der Zeit, die ich hier war, unterstützt haben. Vielen Dank dafür. Es war eine schöne Zeit.